Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ein letztes Mal hier von der Mein Schiff 2. Wir befinden uns gerade auf dem Weg nach Ibiza, dem letzten Hafen unserer Reise, den wir heute gegen 13 Uhr erreichen wollen. Das heißt, heute Vormittag haben wir noch einen halben Seetag, den wir auch sehr entspannt nutzen können. Wir waren schon beim Frühstück gewesen, relativ früh, haben uns den Sonnenaufgang angeschaut, waren schon am Pooldeck und jetzt geht es nochmal in den Spa-Bereich, wo wir den Urlaub ein bisschen ausklingen lassen wollen, ein bisschen entspannt, bevor es dann heute Nachmittag in die Stadt nach Ibiza geht. Herzlich willkommen im Hafen von Ibiza Stadt. Ja, kurz vor 13 Uhr, wir haben festgemacht und für uns geht es nachher mit dem Shuttle von TUI Cruises in die Stadt. Wir haben knapp 9 Euro dafür bezahlt, vollkommen okay. Und der Bus bringt uns nachher bis ins Stadtzentrum von Ibiza Stadt. Ja, wie ihr seht, sind wir heute nicht allein im Hafen. Die Valiant Lady von Virgin Voyages ist auch mit im Hafen. Ein relativ modernes Kreuzfahrtschiff, von der Form relativ ungewöhnlich. Auch echt schön anzusehen. Nach knapp 10 Minuten Busfahrt erreichen wir dann das Zentrum von Ibiza Stadt. Vorbei an der Hafenpromenade gelangen wir dann in die gemütlichen kleinen Gassen, die geziert sind von kleinen Restaurants und Geschäften. Nicht zu übersehen natürlich die reichliche Blumenvegetation hier inmitten der Stadt. Thank you.
Nach einem Spaziergang durch die Altstadt gönnen wir uns dann in einem kleinen Tapas-Restaurant ein kühles Getränk und einen leckeren Snack. Ja, wie ihr gesehen habt, ist Ibiza Stadt wirklich ein wirklich, wirklich schönes Örtchen, wo man wirklich viel Zeit verbringen kann, wo es wirklich angenehm ist, vor allen Dingen auch nicht zu überlaufen. Die kleinen Gassen sind sehr, sehr gepflegt. Es ist alles gut zu Fuß zu erreichen. Und eine Ecke ist wirklich schöner als die andere hier. Also echt ein toller Ort, den man auf jeden Fall gesehen haben muss und den man vor allen Dingen auch gut individuell erkunden kann, ohne irgendwelche großen Probleme. Natürlich, die Restaurants hier sind ein bisschen teurer, als man das sonst von woanders kennt. Aber ich glaube, man hat auch schon gesehen, hier wohnen eben die Reichen und Schönen. Aber trotzdem ein wirklich schöner, gepflegter Ort, den man wirklich empfehlen kann. So langsam wird es Abend an Bord der Mein Schiff 2. Im Hafen ist immer noch reges Treiben und auch für uns heißt es bald leinenlos. Wir haben uns einen Platz auf der Außenterrasse des Angelmannsplatz gesichert, um den perfekten letzten Sonnenuntergang bei einem Glas Wein zu genießen.
Ihr Lieben, mit diesen letzten Impressionen hier von Bord der Mein Schiff 2 verabschiede ich mich von euch und beende nicht nur diesen Vlog, sondern auch meine Videoreihe durchs Mittelmeer hier von Bord der Wohlfühlflotte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch beim nächsten Reiseabenteuer wieder mit dabei seid. Ich sage, macht's gut, bis bald.